Wieder einmal konnte das Duo Bernd Vogt und Patrick Gremme in der Aula des Schulzentrums überzeugen. Vor fast ausverkauftem Haus präsentierten Vogt und Gremme Werke des Malers und Dichters Robert Gernhardt in bekannter literarisch-musikalischer Form. Das ist nun inzwischen unser 13. Programm und salopp könnte man sagen, einfach weil er dran ist. Aber das wäre ja ein bisschen zu einfach. Unsere Zielsetzung ist ja, einen Literaten, einen Autor zu nehmen, der auch ein bewegtes und hoffentlich auch bewegendes Leben geführt hat. Denn darum geht es im Wesentlichen und das Ganze wird dann unterlegt mit Lyrik, mit Gedichten. Aber vor allen Dingen die Lebensstationen sind wichtig. Es gibt Lieder von Reinhard May dabei, von Hermann van Veen. Es gibt passend zu den Nonsensgedichten auch ein kurzes Nonsenslied von Fredel Fesel. Herbert Grönemeyer ist dabei. Gernhardt hat so eine Vielfalt an Gedichten geschrieben, lustiges, ernstes, satirisches. Obwohl der 2006 verstorbene Gernhardt von Literaturkritikern unterschiedlich bewertet wurde, kam die Präsentation seiner Lebensgeschichte beim Publikum gut an. Ja, dann wird doch endlich klar, die Erkenntnis ist wunderbar. Es ist richtig in der Tat, dass die Welt einen Vogel hat. Was ist Elektrizität? Dorlam, um ein Referat gebeten, hält es gern, um dies hier zu vertreten. Wenn das Ohm sie nicht mehr alle hat, heißt es nicht mehr Ohm, dann heißt es Watt. Jedoch nur, wenn's gerade liegt, liegt's quer, dann heißt es nicht mehr Watt. Dann heißt es Ampere. Für einen humorvollen Abschluss des Abends sorgte Bernd Vogt bei seiner Parodie. Er ihr ins Weiche griff und dazu La Paloma pfiff. Die Dachsin sprach zum Dachsen: Mann, bist du gut gewachsen. Der Dachs, der lächelte verhalten, denn er hielt nichts von seiner Alten. Der Förster, der grad Möhren dörrte und dabei so ein Röhren hörte, sprach: Wer den Hirsch beim Röhren stört, der eben in den Föhren rührt, dem schlag ich meine Möhren achtkantig um die Öhren. Auch die Zuschauer waren von der Darbietung angetan. Ja, ich bin ja am Ende der Aufführung von Bernd Vogt und Patrick Gremme, eine wunderbare Aufführung. Das war eine nach langer Zeit eine wirklich ergreifende Darstellung des Lebens des Künstlers Gernhardt. Und denke, es war sehr gefühlvoll, es war wunderbar komponiert. Ja, und dann wird dein Haar grau und dann fühlst du dich alt und dann siehst du sie plötzlich. Diese Gestalt.